Humble Bundle Monthly Time. Es ist wieder soweit. Endlich wieder was wirklich Geiles von Humble Bundle. Und diesmal haben die ganz schön in meiner Wunschliste rumgestöbert und es war sehr, sehr geil. Mehr dazu gleich. So, Humble Monthly. Es wird wieder kompliziert. Also, was ihr nicht mehr kriegen könnt, zuerst. Wir hatten als Early Unlock Senua's Sacrifice und Moonlightner heißt es, glaube ich, genau. Das hatten wir letztes Mal schon abgefrühstückt, genau. Was kam jetzt dazu für den Monat Juli? Das ist so kompliziert, was ihr jetzt gar nicht mehr haben könnt. Ja, gemein, aber wahr. Also, zu diesem Humble Bundle dazu kam noch dieses wunderschöne Juwel. Ah, Moment. Ah, Hilfe, Maus, Maus, Maus. Sehr positive Bewertungen. Es ist von EQ Gamer Pixel Dash Studios von Tripwire rausgebracht. Road Redemption. Das ist ein friedliches Spiel über Ackerbau, wie ihr seht. Nein. Also, eine rivalisierende Motorgang. Zwei rivalisierende Motorgangs müssen sich gegenseitig ausschließen, ausdingsen, na, ausschalten, gegenseitig ausschalten. Hilfe, es ist heiß. Also, und ja, das Ganze mit sehr viel Action ist sehr beliebt. Und ja, das war so als schöne Dreingabe da, dann dazu. Nicht unbedingt meine Art Spiel, aber sehr positiv. Die Wertung sagt schon aus, dass wenn man sowas mag, ein bisschen Autorennen, ein bisschen Gewalt und so weiter, auch von der Machart sehr schön, dann ist das mit Sicherheit ein Highlight. Ja, genau. Dann noch dazu bei dem Bundle für Juli, was man jetzt nicht mehr bekommen kann. Da freue ich mich auch drüber, weil ich die Serie, ich habe nie was davon gespielt, aber das hat mir alles gut gefallen. Also, nein, mich macht Warhammer grundsätzlich mal an. Ich finde das wirklich klasse, die ganze Welt und so weiter, das Eklige, aber es ist sehr viele Spiele, die nicht so in meine Art Spiel gehen. Ja? Das heißt also, ich würde eher die Romane und sonst was lesen, als die Spiele zu spielen. Aber trotzdem freue ich mich, die in der Sammlung zu haben. Da habe ich auch schon einige, zum Teil auch durch Bundles. Also das ist Warhammer 40k Mechanicus. Es hat zurzeit, also die neuesten Wertungen sind äußerst positiv. Und ja, es ist ein rundenbasiertes Sci-Fi-Strategiespiel. Klar. Und es soll wohl laut Reviews eine sehr große Vielfalt an Strategie und Taktik haben. Und das Ganze halt eben mit dem typischen Design und dem typischen Ambiente von Warhammer 40k oder 40.000. Ja, ich habe also da mit Sören, ja, der mit mir ja auch manche Koop-Let's Plays macht, ein bisschen geredet. Also hat mir gesagt, das ist schon eine ziemlich kranke Welt und da ist wirklich alles korrupt, alles eklig, alles durch und durch böse. Es gibt keine Guten und so weiter und irgendwie, ne, das hat was. Na, wieder Totenkopf, super. So, das kommt noch dazu. Jawohl. Dann ein Spiel, was mir nichts sagt. Sag ich sofort. Ein Zombie-Gelegenheits-Puzzle-Spiel mit dem wunderschönen Namen Love is Dead. Es ist von Kuriobot Armor Game Studios. Die kenne ich nur von Browser Games. Das Ding scheint auch nicht sehr aufwendig zu sein, hat aber positive Bewertungen und. Ja, wie gesagt, scheint eine Mischung aus Puzzle. Das Brettspielartige, das sieht wohl nur so aus. Also das ist es nicht wirklich. Und ja, anscheinend musst du da irgendwelche Puzzles lösen. Und ja, es sieht sehr, sehr goldig aus. Ich guck mal gerade, gibt es das auf Deutsch? Nee, ist alles nur auf Englisch. Mechanicus, gerade noch zum Nachreichen. Da ist natürlich klar, deutsche Übersetzung und bei Road Redemption. Ist es wohl nicht wichtig, aber auch da ist es da. Gut, okay. Love is Dead, viel mehr als das, was ich da sehe und was dabei steht, weiß ich nicht. Es ist vom Mai 2018 und ich denke mal, ist so ein kleines Gelegenheitsspiel, das Spaß macht. Jawohl. So.
noch ein bisschen was von diesem Bundle. Ja, das ist ein Nachfolger von einem Spiel, was ich schon sehr gefeiert habe. Von Robert Gentleman. Sehr positive Bewertungen. Von den Machern von 60 Seconds, die Sci-Fi-Variante. Und zwar 60 Parsecs. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Was ist Parsecs? Also Lichtjahr weiß ich, dass es eine Entfernungseinheit ist. Parsecs? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich genau das gleiche Spielprinzip wie 60 Seconds oder 60 Sekunden. Das heißt, du hast kurz Zeit, alles zusammenzuklauben, was du irgendwie gebrauchen kannst. Und dann musst du versuchen, damit irgendwie zu überleben. Also mit Sicherheit sehr viel Humor, mit Sicherheit ein bisschen spannend, mit Sicherheit ein bisschen blöd. Ich merke gerade, nein, es ist ein ganz anderes Spielprinzip. Oh, okay, das ist nicht schlecht. Oder? Na, so ein bisschen aus beidem. Ein bisschen mehr Comic-Style und dann doch, ja gut, nee, in der Raumkapsel wird es dann tatsächlich genau das gleiche, was wir da auch schon kennen. Gut, super. So, reicht jetzt auch. Zack. Gucken wir mal gerade, was gibt es als nächstes. Ah ja, noch ein Spiel, was ich gar nicht weiß. Also sehr, sehr indie, aber auch positive Bewertungen. Ist das neu? Nee, aber der Entwickler spielt gerade. Wahrscheinlich, weil es heute beim Humble Bundle dabei war. Aber erstmal hier fertig. Ne? Ihr seht schon, Raumkoller und so weiter. Es ist wirklich genau das gleiche wie 60 Seconds, aber ja. Aber halt eben, ne? In Form von Science Fiction mit Aliens. Super. So, okay. Endspurt. Noch zwei Titel in dem jetzigen nicht mehr erhältlichen Humble Bundle. Und zwar hier. Nairi Tower of Shirin. Ich kannte, glaube ich, mal jemanden, der Shirin hieß. Naja, egal. Grüße gehen raus. Ansonsten, es steht so wunderschön da. Niedlich, Abenteuer, Einzelspieler, episch. Scheint geil zu sein, ne? Also positive Bewertungen und es ist ein kleines Adventure, aber scheinbar nicht Point and Click, oder? Ja, irgendwie. Es scheint auf die Switch ausgelegt zu sein, aber nein, das ist für PC. Ich guck mal gerade, ja, es gibt es in allen Sprachen. So, gucken wir doch mal ganz schnell, ob da, also ich kenne es natürlich nicht. Humor, handgezeichnet, Crowdfund, Anime, Point and Click. Ist scheinbar doch Point and Click. Aber es scheint, ja, ich sehe es gerade. Ja, es scheint auch ein bisschen Wimmelbild, bisschen Minispiele und insgesamt sehr goldig gemacht. Also ich glaube, ist was Schönes, um es einfach mal so zu spielen. Genau. Ja. Aha. Ja, wie gesagt, alle Sprachen, also Deutsch ist da auch als Untertitel dabei und Ton, also Sprache in Tonform gibt es da gar nicht. Genau. Genau, ist von Homebear Studio. Und der Publisher ist Another Indie, kenne ich gar nicht. Ne? Genau. Aber auf jeden Fall, man sieht schon schön handgezeichnet zum Teil. Sehr, sehr gut ausgearbeitete Charaktere. Ich denke, man, wenn man Point and Click mag und es ein bisschen niedlich und auch episch mag, ist man da richtig. So. Und wie bei Humble Bundle Monthly immer, haben wir ein Spiel, mit dem niemand so richtig was anfangen kann, weil das ist. Ja, erstmal nur ein Download, kommt offiziell erst im September raus und hier ist es aber komplett mit dabei. Das Ganze heißt Kind Words. Lofi Chill Beats to Write to. Also, ich kenne da jemanden, dessen Name steht da praktisch drauf, aber wenn er es guckt, er weiß, wer gemeint ist. Du sitzt in einem Raum und kriegst und schreibst Briefe. Wahrscheinlich mit einer recht ja, chilligen Musik. Ich guck mal, ob ich die reingeblendet kriege. Moment. Ich dachte es mir ja. Jo, gut, passt also. Lassen wir auch ein bisschen laufen jetzt. Also. Brauche ich nicht viel zu sagen. Das passt ja. Und was es genau soll, wir wissen noch nichts. Das Ding kommt erst im September raus oder kann jetzt hier gespielt werden. Ja, das. War das Humble Bundle Monthly für den Juli. Aber das Wichtigste, ich mache den Beat jetzt mal aus. Leise, aus. Gut, ich wollte es ein bisschen schöner machen, aber ging nicht. Also,
Weil jetzt waren das alles Sachen, die ihr nicht mehr kaufen könnt. Also doch kaufen schon, aber nicht mehr in dem Bundle. Ja? Und jetzt kommen diese beiden Early Unlocks. Kurz nochmal zusammengefasst, das gesamte Bundle mit den beiden Vorveröffentlichungen, Zendusa Sacrifice und Moonlightner, hat einen Gesamtwert von 134 Euro. Wenn ihr denkt, dass ihr gerade mal 10 Euro dafür bezahlt, ist das natürlich ein Schnapp. Na, Schnäppchen ist klein, Schnapp ist groß, also ein Schnapp. Gut, okay. Also ihr wisst, was ihr verpasst habt. Oder wenn ihr es gekauft habt und noch nicht reingeschaut, dann habt ihr euch jetzt bei mir informiert. Super, ne? Der erste Teil ist unnötig, oder? Nee. Es ist wichtig, damit ihr nachvollziehen könnt, wie lohnend dieses Bundle ist. So. Und wir kommen dann zum Finale. Und da ist das. Ich habe mich gefreut wie Bolle, weil ein Spiel wollte ich immer haben. Es war mir zu teuer, weil ich weiß, ich habe keine Zeit, es zu spielen und dafür ist es auch zu schade. Aber es muss in meine Sammlung und dafür ist es zu teuer. Aber absolut Geld wert. Ein super Spiel. Ich habe da tolle Let's Plays beim lieben Aldemar gesehen. Aldemar HD, sehr zu empfehlender Kanal übrigens. Verlinken tue ich ihn jetzt nicht, das wäre dann zu viel. Aber Aldemar HD, unterstützen, nachschauen. Super. Achso ja, und der hat ein tolles Let's Play, jetzt auch mit allen Add-ons, von diesem wunderschönen Juwel gemacht. Ja, Moment. Sag, dass es nicht wahr ist. Einen kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. So, Problem behoben, also von diesem wunderschönen Juwel. Zack. Es war gar kein Fehler, ich habe einfach nur mich verzählt, das passiert. Ja, ihr erkennt es vielleicht schon, wenn ihr es wisst, von Warhorse Studios. Deep Silver ist der Publisher. Unglaublich detailliert, mittelalterlich und so weiter. Endlich mal kein Hokuspokus. Ich mag Hokuspokus, aber da endlich mal kein Hokuspokus. Endlich mal alles schön realistisch. Alles mal, ja, so wie es sein soll. Kingdom Come Deliverance. Also. Das Ding ist so fantastisch, weil es so echt ist. Ich wollte nie im Mittelalter leben, aber so ein Rollenspiel. Vor allen Dingen ist der Hauptcharakter so am Anfang von so ein ganz kleines bisschen Anti-Held, ein bisschen linkig, bis hin zu jemandem, wo man wirklich sagen kann, doch, ist doch ein Kerl, doch, ja. Tolle Entwicklung, also vielleicht, wenn ich irgendwann mal alt bin, nehme ich mir die Zeit und spiele es wirklich mal in Gänze durch. Das habe ich in meinem Repertoire und freue mich drüber. Wie gesagt, ihr seht ja schon, es ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich toll mit sehr, sehr vielen Inhalten, die auch wirklich zeitgemäß sind. Das wurde auch da stark bemängelt, weil wir haben keine farbigen, frauenfeindlich ist das Ganze auch und so. Aber naja, weil es so war, dort gab es keine Ausländer zu der Zeit und auch keine Frauen. Das ist also keine rechte Ideologie, sondern naja, alles so, wie es da war. Gut, egal. Kingdom Come Deliverance, jetzt im Unlock. Das Spiel ist im Sale bei Steam, würde sonst noch 30 Euro kosten. Kostet momentan noch mal 17,99 Euro, egal wie. Naja, hier gibt es das für 10. Und allein das wäre es schon wert. Kingdom Come Deliverance, ich denke mal, ist ein Juwel, ist einfach mal ein Spiel. Es lässt sich mit Witcher nicht vergleichen, weil es halt eben realistisch ist, ohne Magie und ohne das besonders epische, weil so richtig episch kann es ja nicht werden, weil das Leben im Mittelalter ist nicht episch. Oder war nicht episch. Ich war da. Nein, aber. Es ist aber genauso gut wie Witcher, behaupte ich jetzt einfach mal. Anders, anderes Setting, aber es ist also auch genauso liebevoll und genauso schön. So, ihr merkt, ich freue mich sehr, dass es drin ist, ja? So, und als nächstes ein Spiel, auf das ich mich auch freue, weil, ja, es ist gut. Ja, ich zeige es euch. Auch po äußerst positive Bewertungen. Also, Kingdom Come Deliverance ist wohl wegen der Querelen auch nur sehr positiv. Äußerst positiv zurzeit ist dieses hier. Ah, na, von den Kreaturen von Tropico 3 bis 5, also nicht 6 seltsamerweise.
Hab ich ja von Cities Skylines, weiß ich nicht, ob. Achso, doch, Cities, ja, genau. Alles toll. Surviving Mars. Und wie ihr seht, pfuh, das ist ganz schön groß, das ist ganz schön fett und das ist ganz schön schön. Auch das ist mit 30 Euro veranschlagt im Moment, im Sale für 10,19 €, aber naja, Steam Sales ist es immer so ein bisschen krank. Und das ist wohl ein Meilenstein in Sachen, ja, in Sachen Strategie. Das heißt also, wer Strategiespiele, Aufbauspiele mag und noch ein bisschen Sci-Fi dazu. Und ja, es ist wohl, wenn ich das richtig verstehe, knackig. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich schwer. Das heißt also, packt die Excel-Tabelle raus, es geht ab. Na? Wir haben an alles gedacht, Lebenserhaltung, Pflanzen und so weiter und so fort. Gravitation, ein bisschen Star Trek-Feeling, alles dabei. Also super. Ne? Wir fassen zusammen. Ein Humble Bundle Monthly Juli im Wert von 134 Euro mit tollen Spielen. Und ein Humble Bundle Monthly August mit zwei genialen Early Unlocks. Also für mich kann nichts mehr schief gehen, ja. Und deswegen das einzige Bundle, das wirklich sich automatisch erneuert, wenn man das will, das geht auch einzeln. Humble Monthly. Ich habe es für ein ganzes Jahr vorbestellt. Ich bin immer begeistert, auch wenn nichts für mich dabei ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für einen Spiele-Sammler, der gern viele gute Spiele in der Sammlung hat, absolut überragend. Deswegen mein absolutes Pro dafür ist übrigens, sage ich auch immer wieder, aber nicht deswegen preise ich das so an, der einzige Reflink, den ich verwende zurzeit. Das heißt also, wenn ihr euch gut von mir überzeugen lasst, das zu kaufen, macht das doch bitte über den Link in der Beschreibung, weil dann habe ich was davon. Dann habe ich nämlich nochmal 7 Euro für neue Spiele bei Humble Bundle. Und das heißt nochmal Reviews, nochmal Let's Plays und so weiter. Die kommen auch so. Aber naja, ich denke mal, wenn es gefällt, macht das ja nichts aus. Es wird für euch nicht teurer. Gut, dann vielen Dank und ein bisschen zum Abschied nochmal. Oh yeah, kind words. Lofi chill beats to write to. Oh yeah, okay, ich bin mal raus.